Herzlich willkommen aus dem Caged Rules Studio. Jetziges Thema ist die Mollpentatonik im A- oder im A-Moll-Shape. Der A-Moll-Akkord hat erstmal nur drei Töne, und zwar die Töne A, C, E, A. A. Es fehlt aber leider hier die kleine Terz hier auf der A-Seite, der Ton C, weil wir hier im A-Moll-Akkord Grundton, Quint, Grundton, Terz, Quinte haben. Und die Mollterz fehlt hier. Kann ich natürlich, wenn ich es jetzt mal verschiebe, auf C. D-Moll. Die Mollpentatonik enthält aber zwei zusätzliche Töne. Penta kommt von dem Wort 5, das ist griechisch. Wir haben noch die kleine 7, das ist das G, wenn man es nochmal mit der Hand macht. A, B, C, D, E, F, G. Und der siebte Ton ist immer die kleine 7, die jetzt in der Mollpentatonik ist, ist einen Ganzton unter dem Grundton. Also wenn ich hier den Ton A habe, habe ich hier den Ton G oder Ton A. Und deswegen habe ich hier das A-Moll 7 Arpeggio, Grundton, Terz, Quint. Ist man beim Blues eigentlich schon ganz gut aufgehoben. Und jetzt zur Pentatonik fehlt uns noch ein Ton, und zwar das ist die Quarte. Das ist jetzt in dem Fall der Ton D. Die Quarte ist immer relativ einfach zu finden. Hier ist der Ton A. Die Quarte davon ist immer eine Seite höher. Wenn ich jetzt zum Ton C gehe, die Quarte ist eine Seite höher. Und jetzt haben wir hier Grundton, kleine Terz, Quart, Quinte. So spielt man das auf einer Seite. Für Leute, die tappen wollen, wunderbar, auf einer Seite, oder? Jetzt haben wir natürlich wieder den Vorteil, wie auch beim vorherigen Fingersatz bei dem E-Moll-Pentatonik, dass wir hier immer zwei Töne pro Seite haben. Und das ist eigentlich vom Greifen her gar nicht mal so schlecht. Es übt immer erstmal auf den Grundton losgehen oder vom Grundton losgehen. Wie bei der E-Moll-Pentatonik bzw. bei der E-Blues-Scale. Die Blues-Scale ist jetzt eigentlich nur noch die kleine 5 dazu. Von den einfach den Fingersatz angucken, aber generell A-Moll-Pentatonik, man kann es auch im 12. Grund machen. Gern auch mal in Dreiergruppen oder in Quarten, damit sich dieser Fingersatz einprägt. Ausgangspunkt ist immer der Mollakkord und dann erst dann zum Mollakkord die Septim und zur Septim zusätzlich dann auch noch die Quarte. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ja, bis zum nächsten Mal.